Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin gerade wieder frisch rein ins Spiel und wie es oft so ist, wenn man frisch rein ins Spiel kommt und man ist gerade in einem Abbauring unterwegs, ploppt erstmal irgendein Schiff auf. Okay, in dem Fall haben wir sogar Glück, das ist ein Schiff der Systembehörden. Wenn das jetzt eine Eagle oder eine Viper oder ein anderes Schiff wäre, was uns ans Leder will, also ein Pirat, dann müssten wir erstmal ein paar Kilometer abhauen und wegboosten und dann hätten wir auch unsere Ruhe, der scannt uns jetzt und dann dürften wir eigentlich hoffentlich keine Probleme bekommen. Diesmal haben wir nichts bei ihnen gefunden. Super, gut. Ja, manchmal ist es halt so, dass dann entweder, wenn man Glück hat wie jetzt, ein Schiff der Systembehörden auftaucht oder dann einfach ein Pirat, dass man dann einfach abhaut. Deswegen, wenn ich Bergbau mache, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, ich fliege nie in die Abbaustandorte. Egal ob gefährlich oder bloß gering oder hoch, macht das nicht. Fliegt selber irgendwo abseits davon in so einen Ring rein, dann habt ihr eigentlich immer Ruhe vor Piraten. Ich hatte da noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Hallöchen, Woogie. Oh, ist er mit seinem... oh Gott, ey, die beiden... Edelkreaturen dort oben als Bildchen. Okay. Gut, ihr habt mir dann doch geschrieben, denn ich war mir der Meinung, wenn ich Fracht abschmeiße, das probieren wir gleich mal, pass mal auf, ich fahre erstmal die beiden Sammler wieder aus, machen wir mal. So, genau, wir füllen heute die letzten paar Tonnen Frachtraum noch. So, wenn ich Fracht abwerfe, war ich immer der Meinung, die beiden Sammeldrohnen sammeln das automatisch wieder ein. Aber ihr habt geschrieben, wenn man die Fracht aufgibt, dass die dann nicht eingesammelt wird. Das probiere ich jetzt mal. Und zwar mit den beiden Tonnen Indeed. Tatsächlich. Okay, ich hatte das nämlich tatsächlich noch anders in Erinnerung. Die hatten ja die Sammeldrohnen mal so ein bisschen überarbeitet. Irgendwann, nachdem das Bergbausystem schon halt so rauskam, wie es jetzt ist. Ja gut, das ist natürlich super. Das ist super, weil ihr hattet geschrieben, das hing damit zusammen. Ich weiß gerade nicht genau, wer das war. Vielen Dank dafür, dass ich halt, wenn ich meine Drohnen zerstöre und halt nah an so einen Brocken ranfliege, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Frachtplatz habe und dann halt immer wieder meine Sammeldrohnen zerstöre. Und ja, einfach auf Fracht abgeben und schon funktioniert das. Machen wir auch noch mit den 5 Tonnen Bertrandit. Super, und genauso könnte man es ja auch mit den Drohnen dann machen. Das ist super, wirklich. Das ist ein sehr hilfreicher Tipp für mich, dass ich dann einfach nicht mehr meine ganzen Drohnen zerstöre, sondern die dann einfach aufgeben, ablege. Denn wenn ich jetzt die Tonne anwähle, okay, dann steht da trotzdem noch legale Bergung. Ich dachte mal, das wär dann eine illegale Bergung. Na gut, wird jetzt in dem Fall nicht damit zusammenhängen, weil es ja meine Waren sind, die ich abgeworfen habe. Falls ich es mir doch nochmal anders überlege, könnte ich die wahrscheinlich trotzdem mitnehmen. Gut, wir gucken einfach mal noch, dass wir noch mal ein bisschen Glück haben. Noch mal so ein bisschen. Oh, hier ist Painit drin. Hier sind 14% Painit drin. Was ist da noch drin? Gallet ist noch drin und was war es noch? Silber. Geil, dann nehme ich den direkt mit. Da holen wir uns das Painit noch raus. Da kriegen wir auf alle Fälle noch mal mindestens eine Tonne zusammen. Wir haben hier noch 79%. Da reichen 2-3 Brocken. Und dann kriegen wir mit Sicherheit nochmal eine weitere Tonne zusammen. Ja, und dann machen wir einfach den Frachtraum jetzt mal voll, geben das nachher ab. Und dann bin ich mal gespannt, auf wie viel Geld wir kommen. Was? Hatte ich den nicht gerade runtergefahren? Anscheinend nicht. Genau, ja, und ich würde auch das Schiff genau so lassen, wie es jetzt ist mit den beiden Bergbaulasern. Da können wir sowieso nichts dran ändern, aber halt auch mit den 2 Sammeldrohnen, das reicht vollkommen aus. Er schrieb auch noch jemand unter die letzte Folge, das hatte ich jetzt noch nicht beantwortet in den Kommentaren, muss ich danach mal noch machen. Aber wen das auch interessiert, und zwar war da die Frage, wenn ich mit Waffen länger schießen möchte, wie ich die Stromversorgung, sprich den Energieverteiler, beim Ingenieur verbessern muss. Es gibt ja einmal die Waffenkapazität, die Waffenkapazität schon mal deutlich erhöhen kann, wo du dann halt länger am Stück schießen kannst, je nach Waffe. Und es gibt die Waffennachladung.
Es wird immer empfohlen, lieber die Nachladung zu nehmen. Es gibt auch eine Nachladung für alle drei Systeme oder überhaupt eine Kapazitätserhöhung für alle drei Systeme. Aber, also sprich für System, Antrieb und Waffen. Aber es wird immer eher dann lieber die, ich fliege mal ein bisschen näher ran, die Nachladung empfohlen, als die Kapazität zu erhöhen. Das macht wohl etwas mehr Sinn. Gerade beim Kämpfen finde ich es auch besser, wenn die Waffen sich schneller wieder regenerieren. Muss man ein bisschen rumprobieren. Einfach mal testen, aber eher auf Waffennachladung gehen. Oder überhaupt auf Nachladung, je nachdem, was man da möchte. Also ich würde zum Beispiel bei, gut, wenn ich das jetzt mit dem Bergbau machen würde, da würde ich es zum Beispiel anders machen. Da würde ich dann auf Waffenkapazität gehen, nicht auf Nachladung. Da würde ich einfach mehr Kapazität nehmen. Wir können ja mal gucken, dass wir irgendwann mal mit dem T6 mal so ein bisschen zum Ingenieur fliegen und mal schauen, ob wir da eventuell schon ein kleines bisschen was machen können. Gucken wir mal. Wir haben ja einen Felicity Farsi, haben wir ja schon freigeschaltet, eine Einladung und einen netten Brief von ihr bekommen. Dass wir uns mal bei der blicken lassen. Da, nochmal ein paar Init raffiniert. Nice. Sehr schön. So, wie sieht's denn aus? 69 Tonnen sind voll. Galit schmeiße ich gleich wieder raus. Achso, ist bloß eine Tonne zusammengekommen? Ehrlich? Achso, Galit hatte auch plus 10%. Silber hatte mehr. Silber. 4 Tonnen. So, da ist er schon leer. Und ja, wunderbar. Wir können eigentlich schon mal langsam weiterzuckeln. Jetzt kommt gerade die schöne Musik. Es kam gerade echt schöne Musik im Hintergrund. Kann ich die Musik noch ein bisschen lauter machen? Okay, sie hat schon wieder aufgehört. Schade. Guck mal, Gold, 28% Gold. Wie viele Drohnen haben wir noch? Wir haben noch 16 Drohnen. Ja, komm, ich flieg mal weiter. Ich lasse es mal. Das ist zum Schluss hin dann immer so eine Abwägungssache. Wie viele Drohnen habe ich noch dabei? Wie viele Sammeldrohnen bräuchte ich eventuell nochmal? Und wie viele Tonnen Fracht habe ich noch frei? Ob ich jetzt dann doch. Oh, hier nochmal peinlich mit 17%. Ja. Super. Kriegen wir nochmal ein paar Tonnen raus. Aber wir brauchen Indit und Osmium. Die brauchen jeweils einen freien Raffinerieplatz. Da fliegt das Galit und das Silber raus. Immer das, was am wenigsten bringt, schmeißt ihr dann raus. Und dann kann es weitergehen. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt, warte mal, 4 Tonnen Painit war das, ne? Ne, 5. 5 Tonnen Painit, nice. Was gab es hier? Wir können das gerne machen. Wir können auch im Wing mal eine Runde Bergbau fliegen gehen. Aber jetzt gerade, ich habe auch die letzte, die vorletzte und die heutige Folge. Die muss ich jetzt gerade so aufnehmen, wie ich Zeit habe. Und dann halt, ich kann derzeit leider keine zwei, drei Folgen oder so mal am Stück aufnehmen, dass es sich auch lohnt, dass wir das mal machen. Weil jetzt so die letzten Züge Richtung Umzug stattfinden und da ist nochmal viel zu tun. Und übers Wochenende dann der Rest und dann ab nächster Woche sollte sich das ein bisschen wieder mehr einpendeln. Da hätte ich dann auch wieder mal mehr Zeit, da am Stück was zu machen. Und da können wir das dann sehr gern tun. Deswegen jetzt aktuell gerade jetzt, wenn ich gerade online bin, leider nicht. Guck mal, da nochmal Painit raffiniert. Wunderbar. Osmium. Osmium ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Bringt auch 9000 sogar. Können wir auch behalten. Das wäre wunderbar. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, Osmium wäre so eine 6000, 6500er Sache. Da lag ich falsch. Wie viel Platz ist noch? 70 Tonnen. Okay. Moment, ich wollte hier was nachschauen. Finanzen? Nein. Oh, guck mal hier, 60.000 Ersatzwert. Fast das Dreifache der Adder. Abbau. Einnahmen aus Abbau noch 0, weil wir es noch nicht abgegeben haben. Okay, der ist leer. Halt, wir gucken gleich weiter. Wir können eigentlich schon mal fast zum nächsten fliegen, wenn die Drohnen die letzten Minerale dort am Haken haben. Dann können wir weiterfliegen. Oder einfach schon mal das nächste anpieksen. Ich nehme den kleinen dort vorne.
Mangan gerade raffiniert. Beziehungsweise mit als Nebenprodukt eingesammelt. Nee. Indeed und Bertrandit. Auch wieder Bertrandit und Indeed, okay. Zweimal das gleiche hintereinander. Ich habe da nämlich eine super Idee, denn auf Dauer, also wenn ich jetzt hier jetzt mal die zwei Folgen Bergbau vollkommen in Ordnung, wenn ich da nochmal eine Runde drehen würde, entweder ich mache das in einer Folge, was allerdings halt eine recht lange Folge und eine recht langweilige Folge werden könnte. Oh, hier 40% Platin. Ja. Und da kann ich halt jetzt nicht 5-6 Mal hintereinander bringen. Wir werden dann auch hier beim, mal schauen, morgen, von mir aus gesehen, morgen, also für euch heute ist Donnerstag, schaue ich mir mal die neuen Community-Events an, was es da gibt, wo es was gibt. Vielleicht gibt es ja was mit Handel, wo wir dann schon mal dran teilnehmen können. Das können wir dann sehr gern mal machen. Und halt Platin und Samarium, da brauche ich hier wieder was. Nichts mehr. So, genau, dass wir dann eventuell da ja schon ein bisschen dran teilnehmen können. Ist eine Drohne. Ah, guck mal, die beiden Sammler sind kaputt. Die 10 Minuten sind rum. Genau, jetzt sehe ich sie hier auch auf meiner Uhr. Okay. Gut, beide wieder draußen und dann hätten wir noch 10 Drohnen. Ja, da könnten wir noch 10 mal was anpieksen und dann gucken wir mal, dass wir ziemlich genau an die 80 Tonnen vielleicht rankommen, wenn es klappt. Derzeit sind wir bei 67. Platin. Oh, schön. 18 mal Platin. Ich gehe kaputt. Genau, und da dachte ich mir, wenn ich dann doch nochmal so eine Bergbaufolge einschieben sollte oder eine Runde drehen würde, also jetzt vielleicht nicht die nächste, aber dann so die übernächste, könnte ich es ja so machen. Hatte ich ja schon mal so ähnlich vorgeschlagen, dass ich dann einfach das aufnehme in der Zeit und das als kleines Video, wenn ich jetzt eine andere oder was anderes vom Explorer-Account dann mal meinetwegen aufnehme oder vom Haupt-Account, wo wir dann mal ein bisschen rumballern gehen oder mit dem T10 irgendwas veranstalten, dass ich dann das Video, was ich vom Bergbau von dem Account hier aufgenommen habe, dann einfach so in irgendeiner Ecke vorgespult sozusagen ablaufen lassen würde, auf die Länge der eigentlichen Folge angepasst, dass man das halt trotzdem sieht und beobachtet, weil wie gesagt, hier passiert nicht viel. Ich kann mir mal für 2-3 Folgen was von der Seele reden, aber auf Dauer wird das ein bisschen knapp beim Abbauen. Jedenfalls, ja, dachte ich, dass man das ja auch so machen kann, dass ich das dann halt einfach so als kleines Video am Rand irgendwie von einer anderen Folge mit einfach rein schneide. So, 76 Tonnen. Gut, dann kann ich gleich nochmal ein bisschen Mist rauswerfen. Wie viel haben wir noch? 3%? Ja, da ist er leer. Sehr schön. 25 mal Platin, ey. Alleine das ist schon eine 500.000. Gut. Huh. Wer kommt denn da näher? Nochmal Platin. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Abbauring, muss ich sagen. Bin ich äußerst begeistert. So, was haben wir da? Silber, Gold, Galit. Nö. Wir haben noch ein paar Drohnen, 9 Stück noch, 8 noch gleich. Da wird sich doch nochmal was Schönes finden lassen. Ich habe so das Gefühl, dass hier vorne Palladium drin ist. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mal schauen. Hatte ich recht? Okay, der ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Gold.
50% Gold ist hier drin. Alter. Okay. Das ist auch nicht schlecht, das nehmen wir auch mit. Aber da müsste ich. Leider, ui, das ist ja. Alter, also wenn man sich zwischen Platin, Paenit und Palladium entscheiden kann, was rausfliegt, dann war es echt eine gute Runde. Da musste ich leider. Da hier auch noch Bertrandit wieder drin ist. Und da wird einiges rauskommen. Also das könnte sein, dass wir damit sogar. Da würde ich fast das Silber rausschmeißen. Da schmeiße ich jetzt einfach das Silber raus. Denn hier kommen wir jetzt mit Sicherheit an die Obergrenze ran. 50% Gold, ey. Geil. Kann ja auch. Oh Gott, wie selbstgefällig. Moment. Kann ja auch aus der Sicht einfach weiter schießen. Das geht ja genauso. Und mich dann so ein bisschen umsehen. Ich muss mal echt ein Video zur Kamera machen, ne? Habt ihr mir schon oft gesagt, aber wie gesagt, derzeit, das braucht immer tatsächlich ein bisschen länger, solche Videos, wenn man da speziell irgendwas mal vorstellt. Man muss sich das vorher so ein bisschen zurechtlegen, wie, wann erzähle ich was. Na, Schnucki. Aber das sieht man dann, ne? Wenn man von der Sicht in die Sicht mal reinschaut und guckt, wie klein die Person dann da drin wirkt, ist es doch schon deutlich größer als die kleine Edda von vorher. So. Wie viel Prozent haben wir denn noch drin? 30% noch, Gold noch, 77 Tonnen schon voll. Da kann ich gleich noch ein paar Drohnen rausschmeißen. Gold haben wir jetzt auch. Ach Gott, erst 6 Tonnen. Und immer nicht vergessen, mir passiert das jetzt auch immer mal wieder, jetzt auch gerade wieder vorhin beim ersten Brocken, einfach immer ein bisschen näher ranfliegen, gucken, wo dann unten auf dem Radar die Brocken hinfliegen oder abdriften und dann da so ein bisschen gerade drüber stellen mit dem Schiff, dass die Drohnen eigentlich nur nach unten und nach oben müssen. So, da sind sie voll, da müsste ich mal ein paar Drohnen abwerfen. Na komm. 3% noch und leer gesaugt. Jawohl. Kann ich noch mal zwei wegwerfen? 78 Tonnen, 11 Gold. 7 mal Painit. Was ist das? Die Sammeldrohnen müssten noch 3 Minuten haben. Ach ja, hier, das ist alles das, was ich rausgeschmissen hatte. Okay, pass mal auf, wir haben noch 3 Erdsucher. Lass uns die mal noch schnell irgendwo dran schießen. Wieder ein Massakerauftrag. Nein. Ja, nochmal ein bisschen Gold mitnehmen. Komm. Die Drohnen, wie gesagt, die halten jetzt noch knapp 2 Minuten. Dann sind die wieder leer. Dann nehmen wir hier das bisschen Gold noch mit und dann hat sich's. Ja, das kann auch nochmal raus. Achso, ah ja, sehe ich gerade.
Entschuldigt, was haben wir hier? Gold, Indit, Galit. Gold. Naja, mal schauen. Also da ist der Weg zum T7 gar nicht mehr so weit entfernt. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon eine sehr gute Runde, die wir hier abgegriffen haben. Ja, schon eine, ja doch, schon eine sehr gute. Und dann vielleicht, wenn wir Glück haben, heute dann das Community-Event, was dann eventuell startet. Wenn das wieder ein Handels-Event ist, können wir da gerne dran teilnehmen. Und das würde auch nochmal einiges abwerfen dann. Ich denke mal, zum T7 dauert es nicht so lange wie von der Adder zum T6. Das hat ja wirklich, das hat sich halt so lange hingezogen. Ja, mal gucken, die Sammeldrohnen lassen gleich nach. Eine Tonne ist noch frei. Noch mal Gold rein. So. 80 Tonnen Gold. So, und dann sind jetzt auch die beiden Sammeldrohnen kaputt, beziehungsweise die eine. Ja, gut. Alles klar. Gut, dann haben wir 80 Tonnen, alles voll, wunderbar. Würde ich sagen, hauen wir hier ab, verkaufen das direkt auch hier. Ich fliege jetzt hier nicht weiter rum, sondern hier gibt es ja direkt in der Nähe die eine Station. Wie hieß die doch gleich? Bischof Base? Nein. Körnendock. Sörnendock. Bischof Base. Bischof Base. So, und ab dafür. 80 Tonnen voll gemacht. Ein bisschen noch. Also ich denke, das hier ist derzeit das Abbaugebiet, wo ich auf alle Fälle nochmal drauf hin zurückkommen werde oder wir erstmal hier bleiben. Ich denke, das ist wirklich ja, ein sehr lohnendes Abbaugebiet auf jeden Fall. Camouflage. War das die einzige Station im System? Nee, ne? Ach genau, hier gab es ja noch den Außenposten. Hier auch noch mehrere, aber das ist dann wieder ein bisschen weiter weg. Wir können ja mal gucken, was es hier auf der Station für Schiffe so gibt. Aber war das nicht so, dass das hier kein... Das war kein kontrolliertes System, genau. Das da oben war ein kontrolliertes System. Hat zwar nur Landwirtschaft und Industrie, dafür 7 Milliarden Einwohner. Das hier hat 11,9 Milliarden, ist auch kontrolliert Tourismus und Landwirtschaft. 5,6 Milliarden, meine Güte. Naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier im Weltraum übertragen wurde. Das
Das ist auch hier prozentual gesehen mehr asiatische Leute gibt. Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Lass mich in Ruhe. Ich werde keinen Massakerauftrag hier lostreten. 34% Kleinhändler. Könnte nämlich sein, dass es auch da schon vielleicht reicht für den nächsten Rang. Ah, guck mal, hier ist sogar ein... Ist ja sogar jemand, ein ASP Explorer. Kommandant Aqua André 1. Wo müssen wir hin? Moment. Da. Zumindest keiner, den ich kenne. Wie gesagt, das ist ja immer noch das Open. Da kann das sonst jemand sein von irgendwo auf unserem schönen Planeten. Fein. Nice. Na, jetzt bin ich mal gespannt. 356.000 Credits haben wir. Gut, wir sehen ja dann direkt die Ausnahmen hier. Die Einnahmen aus dem Abbau. Gut. Da, da, da. Da hatten wir schon mal geguckt, ne, für Gold und so weiter gibt es ganz gute Preise. 150.000 aus Gold schon mal. Osmium sogar zweimal dabei für 18.000. Jetzt 24 mal Palladium. 334.000. Dann 26 mal Platin, hier für 19.500 knapp. Kann es deutlich mehr geben, aber das ist trotzdem okay für über eine halbe Million. Okay. Das ist, glaube ich, insgesamt doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Dreimal Samarium. Dann, was haben wir noch? Einmal Galit jetzt zum Schluss dann doch noch mitgenommen. No. Siebenmal Painit für 314.000. Und das war's. Wir haben 1,7 Millionen. Oh Gott. Also ich runde jetzt mal ein bisschen mehr auf. Knapp anderthalb. Also 1,4 Millionen. Haben wir jetzt 1,365, okay, Millionen haben wir jetzt gemacht. Das ist ja sensationell. Das ist ja deutlich mehr, als ich dachte. Meine Fresse. Okay, das ist geil. Ja. Der Typ 7. Oder gibt es hier doch... Seit wann? Moment mal, der Typ 7 kostet nicht Standard 14,8 Millionen. Gibt es doch auch in erschlossenen Systemen Rabatt? Oder habe ich das jetzt mit dem... Ja, der T7 kostet normalerweise 17,47, aber auch sieh an, das war mir neu, weil ich auch wirklich dachte, nur in kontrollierten Systemen, wie es hier oben dran steht, bei dem, dass es nur im kontrollierten System gibt, aber auch in erschlossenen. Das ist ja genial. Der hat standardmäßig schon mal 128 Tonnen Frachtkapazität. Und hätte aber auch plus zwei kleine Aufhängungen. Ach so. Okay. Der könnte aber... Der T7, wenn ich den jetzt mal ganz, ganz schnell hier voll packe mit Frachtplätzen nebenbei. Moment, ich mache das hier mal eben. Ah, schade. Der kriegt zwar ein Vierer Schild rein, hat allerdings nur drei Sechser, drei Fünfer und zwei Dreier Slots. Aber der könnte jetzt einfach mal auf Fracht gepimpt, hätte der, wo ist es denn, 272 Tonnen, deutlich mehr. Ach nee, der hat sogar, Moment mal, der hat sogar vier Waffenaufhängungen, ach ja, okay, entschuldigt, ich hab das versehen. Der hat schon integriert zwei kleine Impulslaser und hat zusätzlich zwei kleine Waffenaufhängungen, denn der hat nämlich insgesamt vier kleine. Also könnte man da vier Bergbaulaser dran bauen. Ja, und voll mit Fracht gestopft würde der hier 18,4 Millionen, also nochmal knapp eine Million drauf ungefähr. Zudem hier, wenn wir den komplett mit Frachtcontainern voll packen würden. Ja, super. 15 Millionen, also 15 Millionen ungefähr kostet der T7. T9 hätten sie auch für 65. Oh Gott, da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber der T7, das ist das nächste Ziel. Oh, guck mal, das ist sogar ein relativ ansehnlicher NPC, ne?
Es gibt nicht immer so ansehnliche NPCs wie unsere Miss Universe. Aber hier doch ganz gut getroffen. Tja, fein. Also, meine Güte. Das ist echt nicht verkehrt, ne? 1,7 Millionen. So viel hatten wir dann doch noch nicht hier auf dem Account. Und okay, Handelsrang ist tatsächlich nur auf 9, nur in Anführungsstrichen auf 79% gesprungen, um 45% nach oben. Falls wir vorher 35 hatten oder 34, ich weiß es nicht mehr. Jo, auf alle Fälle echt nicht schlecht. Ach, guck mal, wir hatten ja sogar die geschmuggelten Waren, die 4 Stück. Das war das Nervengas aus der Livestream-Folge. Geil. Nee, bin ich echt stolz auf uns, dass wir das jetzt so durchgezogen haben mit dem Bergbau. Und das ist jetzt ungefähr, wenn ich die beiden Folgen mal zusammenzähle. Naja, das hat jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen, ein bisschen gequatscht. So um die 45, ungefähr 45 Minuten gedauert. Bergbau 1,3 Millionen. Bin ich sehr zufrieden. Wirklich sehr zufrieden. Und da hätten wir sogar genügend Geld, um hier die 100 Tonnen einfach mal voll zu machen, falls sich heute was anbietet mit dem Community-Event. Ja, super. Was gab es hier oben? Beförderung zu Speer. Danke für den neuen Explorer-Rang. Durch die ganzen kleinen Mineralien, die wir da mitgesammelt haben, als Nebenprodukt. Da dürfen wir jetzt vieles dabei haben, ne? 353, na gut, geht sogar. Gefertigt hatten wir auch schon so ein paar kleine Sachen. Fein, ja, super. Ich bin äußerst zufrieden. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.